Herzlich willkommen auf dem Deutschen Sicherheitstag in Berlin. Neben mir ist Frau Sabine Wiedemann von der Daimler AG. Herzlich willkommen. Frau Wiedemann, können Sie mir erzählen, was Sie bei der Daimler AG so machen? Ich leite die Konzernsicherheit der Daimler AG. Das ist eine internationale Organisation, die alle klassischen und auch modernen Themen der Sicherheit umfasst. Das fängt an von Werkschutz klassisch, von Ermittlungen, Risikomanagement, Reisesicherheit, Krisenmanagement, auch in das Thema Information Security Governance. Also die ganze Palette, die wir versuchen abzubilden für unseren Konzern weltweit. Was haben Sie vor der Daimler AG gemacht? Von Beginn an bin ich beim Bundeskriminalamt eingestiegen und habe dort einige Jahre verbracht, insbesondere im Bereich terroristische Aufarbeitung, war bei der Lufthansa und auch bei der Deutschen Post DHL, jeweils immer im Sicherheitsbereich. Seit 6,5 Jahren bin ich bei der Daimler AG beschäftigt. Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Gleichbehandlung der Geschlechter in der Sicherheitsbranche gestellt? Wir sind eigentlich noch die klassische Branche, die sehr, sehr männerdominiert ist und wo ich auch versuche, sehr, sehr viel Frauen mit zu sponsoren. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen Frauen, die sich auch für das Thema Sicherheit interessieren, die sich auch hier entsprechend engagieren wollen. Ich glaube, das tut der Branche gut, weil sie immer noch sehr klassisch männlich orientiert ist. Wo sehen Sie die Herausforderungen für die Frauen in dieser Branche? Ich glaube, dass es wichtig ist für Frauen auch, sich diesem Thema zu stellen, einmal inhaltlicher Natur, aber sich auch wagen, in ein männerdominiertes Umfeld zu begeben. Dafür brauchen wir Frauen, die das bejahen, die sagen, ja, das möchte ich, das will ich. Das können aber auch völlig unterschiedliche Disziplinen sein. Das muss nicht aus behördlichem Raume sein. Das können auch aus ganz anderen sozialwissenschaftlichen Komponenten sein, naturwissenschaftliche auch. Ich glaube, die Vielfalt macht auch das aus. Vielfalt nicht nur geschlechterseitig, sondern auch auf alle Fälle auch von der unterschiedlichen Themenportfolio. Und Frau Wiedemann, was halten Sie denn von der Frauenquote? Zugegeben, anfangs war ich nicht sehr begeistert, dass man mit Zwang eine Entwicklung auch befeuern sollte. Mittlerweile auch habe ich auch gelernt und auch, wenn man mal in die Geschichte zurückguckt, dass gerade Quoten auch das Thema sehr beschleunigt haben und es geschafft haben, schneller Frauen auch in entsprechende Positionen zu bekommen. Die Daimler AG macht das auch sehr vorbildlich, sehr engagiert, sehr überzeugend. Und mittlerweile sehe ich es auch als Notwendigkeit und Erforderlichkeit an, um dem Thema auch die Bedeutung zu verleihen. Und was halten Sie von einer Plattform Women in Security? Was für einen Mehrwert könnte so eine Plattform bringen? Ich freue mich über die Initiative. Ich freue mich auch, dass der ASW damit sofort eingestiegen ist. Ich glaube, es macht Frauen sichtbarer in unserem Umfeld. Es macht transparenter. Nicht nur, dass diese Plattform auch für Frauen zugänglich ist, sondern auch von unseren männlichen Kollegen unterstützt wird. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da weiter engagieren und auch Frauen dafür interessieren würden. Wir können ja nur eine Plattform bieten, wo sich auch Frauen entsprechend freiwillig engagieren und dann auch eine Transparenz für die gesamte Sicherheits-Community zu gestalten. Das wäre für mich ein Riesenerfolg und ich glaube gerade für junge Frauen, die sich auch wagen, in dieses Feld zu gehen, eine ganz, ganz gute Ausgangsposition. Klasse, das freut mich zu hören. Vielen Dank für das tolle Interview, Frau Wiedemann. Herzlichen Dank an Sie.